News und Talks für Gebildete aktuell. Ja, an dem Skandal und an dem Schlag ins Gesicht für die Klimabewegung im Thüringer Landtag ist Fridays for Futures ganz allein selber schuld. Heute Mittag oder so oder im Laufe des Tages hat Siemens oder Joe Kaeser schon mal ganz klar gesagt, Leute, immer nur fordern reicht nicht. Ihr müsst schon auch Lösungen beibringen, denn wir haben eben keine. Also damit hat er zu verstehen gegeben, die Wirtschaft und die Politik hat keine Lösung, wie sie die Kurve zu einer menschenfreundlichen und umweltfreundlichen Politik kommen soll. Das ist nicht in deren Möglichkeiten. Ja? Und Fridays for Future weigert sich beharrlich mit den zweiten, mit allen möglichen Leuten koaliert Fridays for Future, aber bloß nicht mit den zweiten Scientists for Future 2, die all das hätten verhindern können, das, was jetzt passiert ist. Ja? Das werde ich gleich erzählen, wie das hätte verhindert werden können. Aber erstmal haben wir die Situation ganz klar hier. Hier, die linke Mehrheit, also Linke, Grüne, SPD, sind zu wenig, um überhaupt irgendein Projekt im Landtag durchzukriegen. Damit wird also schon die Wahrscheinlichkeit, dass der Kohleausstieg in Thüringen oder so, dass da was in Richtung Klimaschutz vorangeht, ist schon mal minimal, weil die Mehrheitsverhältnisse so sind. Und die Frage ist, ob bei Neuwahlen sich überhaupt was ändern würde, denn bei Neuwahlen ist eher zu befürchten, dass die AfD noch mehr Stimmen bekommt, also noch einen größeren Einfluss bekommt. Ja? Und das heißt also, Thüringen, der FDP-Ministerpräsident der jetzt gewählt ist, der wird jetzt halt versuchen, eine Politik zu machen, die natürlich den Klimaschutz möglichst weit runterbremst und eben eine CDU-FDP-Politik durchführen wird, die die AfD dulden wird. Sozusagen der Ministerpräsident hat ja ganz klar gesagt, dass er sich gegen jede rechtsextreme und linksextreme Politik verwahren wird. Das ist sowieso klar. Und dann wird die AfD genau sich wahrscheinlich ganz brav verhalten und wird, wie sie es wahrscheinlich schon in anderen, wie man es aus anderen Landesverbänden und Landtagen hört, einfach ganz brave Realpolitik machen, nämlich im Wesentlichen eine konservative CDU-Politik mit der FDP gemeinsam dulden und durchwinken sozusagen und damit erfolgreich Klimapolitik verhindert haben, denn die wäre in erster Linie von den Grünen und der SPD und den Linken gefordert worden oder gewollt worden. Und damit ist Thüringen sozusagen für den Klimaschutz verloren. Aber das liegt eben an den Fridays for Future selber, weil die eben nicht mit den einzigen, die die politische Landschaft in Deutschland verändern können, und zwar schlagartig verändern können, nicht kooperieren wollen. Ja? Also um das mal ganz deutlich zu machen hier, kurz zu zeigen, die zweiten Scientists for Future 2 sind ja die einzigen, die in die politische Diskussion, und nur Fridays for Future kann die zweiten Scientists for Future 2 in die Diskussion mitbringen. Die haben also bis jetzt die Scientists for Future 1 haben sie mitgenommen in die Diskussion und lauter unfähige Koalitionspartner wie Ende Gelände und Extinction Rebellion haben sie mit in die Diskussion genommen und so weiter und überall in ihre Workshops mit reingenommen und in die gesamte gesellschaftliche Diskussion. Also nur durch Fridays for Future sind überhaupt Extinction Rebellion und Ende Gelände so bekannt geworden, ja. Die zweiten Scientists for Future 2 sind die einzigen, wo dann, wenn sie die mitgenommen hätten, wo klar geworden wäre, dass alle
dass wir alle erkennen müssen, dass die soziale Marktwirtschaft uns allen schadet. Also jedem CDUler, jedem FDPler, jedem AfDler und jedem anderen auch. Und jedem Milliardär schadet und jedem Armen schadet. Denn ich wiederhole es nur ganz kurz, weil wir haben ja hunderte andere Videos, wo das alles ausführlich erklärt wird. Hier, die soziale Marktwirtschaft krankt an diesem Baufehler. Ja, wenn in der sozialen Marktwirtschaft jemand Gedankenwelten verbreitet als Händler, als Tauschhändler, die nicht unglücklich machen. Zum Beispiel, ja, liebe Leute, genießt den Körperkontakt mit anderen Menschen, genießt die Liebe, die Zärtlichkeit zwischen Mutter und Kind und so weiter. Seid körperfreundlich und genießt die Glücksmomente, die ihr miteinander haben könnt, die Menschen miteinander haben können. Dann wird so ein Händler automatisch pleite gehen, immer nur ein Kind ernähren können und irgendwann ganz pleite gehen und aussterben, weil die soziale Marktwirtschaft als Rahmenbedingung diesem keine Überlebensmöglichkeit gibt. Während der andere, der also sozusagen Irrtumsmeme verbreitet und sagt, ja, nein, wenn ihr viel Selbstbefriedigung macht, Gehirnschwund und Sex ist schlecht und schmutzig und eine Mutter sollte mit dem Kind nicht so viel Körperkontakt haben, das ist irgendwie schlecht und übel und so weiter. Ja, und wer solche Gedankensysteme in die Gesellschaft reinpusht, der macht riesen Umsatz, weil die Leute nämlich so unbefriedigt werden und so unglücklich werden in der sozialen Marktwirtschaft, dass sie dann konsumsüchtig werden, viel shoppen gehen, statt Körperkontakt, Ersatzbefriedigungen durch Kaufsucht und Konsumsucht praktizieren, Süßigkeitensucht, Schokoladensucht und ähnliche Dinge, Alkoholsucht, Zigarettensucht, dann verdient so der Händler in der sozialen Marktwirtschaft viel und das Leben aller Milliardäre und auch aller Milliardäre ist völlig zerstört und ist unglücklich. Die haben zwar viel Geld dann, solche Händler haben dann zwar viel Geld, aber sie sind selber unglücklich, weil die gesamte Gesellschaft verklemmt wird, glücksfeindlich wird und das Bruttonationalglück schlagartig abnimmt sozusagen. Aber eben in der sozialen Marktwirtschaft können solche Leute dann viele Kinder ernähren und können quasi riesige Handelsimperien aufbauen. Gerade dadurch, und jetzt fasse ich nochmal zusammen, gerade dadurch, dass also sie das Lebensglück aller Menschen, auch der Milliardäre, auch der CDU, AfD und FDP-Politiker zerstören. Auch so funktioniert die soziale Marktwirtschaft. Das ist der Wesenskern des Kapitalismus, der sozialen Marktwirtschaft. Zerstöre Lebensqualität und erzeuge Konsumsucht, die am Ende auch wieder die Erde von ressourcenmäßig überfordert, ja, sozusagen. Und die einzigen, also nur wenn Fridays for Future diese neue Erkenntnis zusammen mit den Professoren der zweiten Scientists for Future 2 in die weltweite mediale Diskussion gebracht hätte, dann wäre der Skandal und der Schlag ins Gesicht für die Klimabewegung zu verhindern gewesen. Denn dann hätte sozusagen hier in der gesamten politischen Diskussion hätte es sozusagen einen medialen Druck gegeben, dass wir Deutschland verändern müssen, dass wir aus der sozialen Marktwirtschaft aussteigen müssen. Und die zweiten Scientists for Future 2 als vertragstreue Instanz hätten den Fridays for Future ja zugesagt, dass sie diese positive Veränderung der Gesellschaft, die auch allen Milliardären dient und hilft und allen Armen und alle Armen glücklicher macht und alle Reichen glücklicher macht und uns alle voranbringt, ein riesen Wirtschaftswunder bringt, dass sie das hätten die zweiten Scientists for Future 2 natürlich nur gemacht, wenn wirklich dann
der Kohlestopp 2026 Realität, also versprochen worden wäre, also vertraglich zugesichert worden wäre und 900 Milliarden innerhalb der nächsten 7 Jahre fürs Klima von garantiert wurden, als die ab, dass die abgezweigt werden von dem riesigen Wirtschaftswunder, das durch die zweiten Scientists for Future 2 und deren Reformen erzeugt wird, sozusagen. Ja? Und dann hätten die Regierungen gesagt, ja, wir machen Klimaschutz, 900 Milliarden fürs Klima innerhalb von 7 Jahren, das ist 20 Mal mehr als das, was die Regierung im Moment vorhat, sozusagen. Und der Kohlestopp 2026, das wäre 12 Jahre früher als das, was ja im Moment die Regierung vielleicht macht, ne? Kohlestopp 2038. Ja, und dadurch wäre es gar nicht zu solch einer Situation hier gekommen, sondern es wäre eine große Mehrheit in der gesellschaftlichen Diskussion gewesen, dass wir, und die CDU wäre an der Seite der FDP, der SPD und der Grünen und der Linken, und die hätten gemeinsam eine Regierung gegründet, nämlich die Regierung des Ausstiegs aus der sozialen Marktwirtschaft im Sinne der zweiten Scientists for Future 2, nämlich als vernünftiger, behutsamer, demokratischer Ausstieg aus einem ineffizienten System in ein riesiges Wirtschaftswunder rein. Und dann hätte es diese Mehrheit gegeben, wir hätten den Kohlestopp 2026 gekriegt. Und wer verhindert das Ganze? Ja, wie Siemens-Chef Joe Kaeser gesagt hat, es reicht eben nicht aus, nur irgendwelche Dinge zu fordern, man muss auch die Lösungen beibringen. Und da aber Fridays for Future bis jetzt in die öffentliche weltweite Diskussion das Konzept zur Beendigung des Kapitalismus und der sozialen Marktwirtschaft der zweiten Scientists for Future 2 nicht beigebracht hat, ist keins da. Und dann setzen sich die ganzen Kapitalismusfanatiker der CDU, der AfD und der FDP jetzt mit ihrer Mehrheit einfach durch. Und das wird in allen anderen östlichen Bundesländern genauso sein. Und wir werden die ganzen östlichen Bundesländer werden erzkapitalistisch regiert werden und werden alle sich gegen jeden Klimaschutz entscheiden letztendlich, weil das die Mehrheit ist und so weiter. Und die hier werden nur noch zuschauen, ja? Und im Westen wird das nach und nach immer mehr so werden, wie es dann auch im Osten wird. Und dann ist nichts mehr mit Klimaschutz, weil Fridays for Future alles verkehrt macht. Und die einzigen, die das Problem lösen können und die den Klimaschutz bringen können, die zweiten Scientists for Future 2, weil sie die nicht als Koalitionspartner mitnehmen in die öffentliche Diskussion, sondern lauter Leute in die öffentliche Diskussion mitgenommen haben, bisher, die es eben nicht können und die keine Lösungskonzepte haben und die gar nichts können. Ja? Alles klar. Ja, das war News und Talks für Gebildete aktuell aus aktuellem Anlass. Tschüssi.